Wellen, Wind und Weite, die Insel Sylt. Sie kann rau sein und unberechenbar. Gegenwind geben und einen im Regen stehen lassen. Aber Sylt berührt einen. Was ist das Geheimnis dieser Insel, die eine von vielen in der Nordsee ist? Paul Walter ist der letzte Krabbenfischer auf Sylt. Ja, wir wollen jetzt mal Richtung Munkmarsch fahren. Und dann wollen wir da in so einem Prehl mal das Netz aussetzen und mal schauen, ob wir ein paar Krabben kriegen. Die ersten Krabben in diesem Jahr. Damals als Vierjähriger fing ich an, bekam ich so ein altes Netz geschenkt. Da hatte ich dann Schollen drinnen. Dann ging es los, damals bei meinem Vater in der Lehre mit gewesen. Da haben wir überwiegend Schollen gefischt, Kabeljau, Hering, Seezung, Steinbutt, Muscheln, alles Mögliche haben wir gemacht. Bloß die letzten Jahre, wir haben keinen Fisch mehr an der Küste. Und jetzt haben wir nur noch Krabben hier und dabei bin ich bei der Krabbenfischerei geblieben. Ich hatte auch die Muschellizenz noch gehabt. Die hatte ich damals aus gesundheitlichen Gründen abgegeben. Ich bin 72, ne? Dann will man nicht mehr so doll. Dann mache ich jetzt nur noch die Krabbenfischerei. Das ist ein bisschen ruhiger mit so einem kleinen Boot. Ne? Seit 38 Jahren hat Paul seinen Krabbenkutter. Er fischt nur noch, weil es ihm Freude macht. Das Meer ist sein Zuhause. Paul fängt die Krabben mit einem Schleppnetz. Doch einfach sind die Krabben nicht zu kriegen. Denn sie sind schlau. Die Herausforderung ist, dass das Wasser trüb sein muss oder nachts. Jetzt im Moment haben wir trübes Wasser noch durch den Sturm, da können wir fischen. Und wenn es jetzt 4-5 Tage so schön bleibt, dann ist das Wasser ganz klar. Und dann springt die Krabbe übers Netz. Die sieht das Netz, die springt übers Netz, dann fahren wir nur nachts. Das ist so wie bei den Politikern, im Trüben lässt sich gut fischen. Die machen ihre ganzen Sitzungen, wo es drauf ankommt, auch immer nachts. Ne? Wer auf Sylt lebt, muss starken Wind aushalten können. Oder den Wind für sich nutzen. So wie die letzte Wanderdüne Deutschlands. Pro Jahr wandert sie 10 Meter. Gemächlich bewegt sie sich Richtung Hauptstraße, die den Süden der Insel mit dem Norden verbindet. Bis sie dort angelangt ist, können aber noch Jahrzehnte vergehen. Prozent der Insel sind Naturschutzgebiet. Tausende von Ringelgänsen rasten im Frühjahr auf Sylt, um sich auf den Wiesen satt zu essen. Danach fliegen sie weiter nach Sibirien, wo sie brüten werden. Rund 3000 Schafe leben auf Sylt. Sie dienen nicht nur als Woll- und Fleischlieferant. Als tierischer Küstenschutz genießen sie überall Vortritt. Mit ihren Klauen verdichten sie den Boden und befestigen so die Deiche. Mitten im Naturschutzgebiet am sogenannten Ellenbogen lebt der Sylter Thomas Diedrichsen. Der Ellenbogen ist Deutschlands nördlichster Punkt. 4 Kilometer entfernt liegt Dänemark. Der Ellenbogen ist in Privatbesitz und gehört einer Erbengemeinschaft von 40 Personen. Thomas Diedrichsen ist eine davon. Er kümmert sich aktiv um den Küstenschutz. Eine große Rolle spielt dabei die Bepflanzung der Dünen mit Dünengras. Wenn hier Wind durchgeht, wird die Windgeschwindigkeit abgebremst. Und durch das Abbremsen der Windgeschwindigkeit fällt der Sand hier ab. Man sieht es ja, überall wo Dünenheim ist, sind so kleine Hügelchen. Und genauso ist es bei den großen Dünen. Also überall, wo die Düne bewachsen ist, bleibt der Sand liegen. Die Hügel dienen als natürlicher Küstenschutz und sollen nicht betreten werden. Nicht alle halten sich daran. Der Leuchtturm ist natürlich ein beliebtes Fotomotiv, deswegen laufen da immer mal welche hoch, obwohl es ja schon
genug Postkarten von gibt. Und deswegen pflanzen wir diese Trampelpfade eigentlich im Frühjahr und im Herbst immer wieder zu. Wir haben hier Hasen, Kaninchen, Brandgänse, Enten, Möwen, Austernfischer. Das sind alles Bodenbrüter. Und die werden natürlich immer aufgescheucht, wenn Leute in die Nähe ihrer Nester kommen. Die Sylter leben vom Tourismus. Doch der höchste Wert der Insel ist seine unberührte Natur. Diese zu erhalten, bleibt eine der größten Herausforderungen. 40 Kilometer lang ist die nordfriesische Insel. An der schmalsten Stelle ist sie nur 300 Meter breit. Über die gesamte Westküste erstreckt sich der Sandstrand. Die Nordsee hat im Frühjahr gerade mal 6 Grad. Wer baden will, muss sich überwinden. Einfacher ist es, wenn man sich vorher aufgeheizt hat. Auf Sylt sind Strandsaunen Tradition, genau wie Nacktbaden. Bei 12 Grad Lufttemperatur hat die Strandsauna in Kampen schon viele Besucher. Auf Sylt gilt, Hauptsache draußen sein. Die salzige Meeresluft gilt als gesundes Heilklima. Sie soll gut für die Haut und die Atemwege sein und soll das Immunsystem stärken. Weiß noch nicht, ob die Krabben ihm heute ins Netz gegangen sind. Der Fang fällt immer unterschiedlich aus. Doch Paul hat Glück gehabt. Die Krabben hingegen haben Pech. Mann, das war ja spitze. Top, sowas können wir haben. Pauls Boot ist eine kleine Krabbenfabrik. Noch vor Ort wird der Fang aussortiert. Die Nordseegarnelen fallen in den Korb. Fische, Krebse und Seesterne bleiben draußen und dürfen nachher wieder zurück ins Wasser. Der Fang heute, ganze 25 Kilo. Ein echter Erfolg. Alles, was keine Krabbe ist, kann ins Wasser. Muscheln, Fische, das kommt alles ins Wasser. Noch auf dem Boot werden die Krabben in salzigem Meerwasser gekocht. Die Krabben der großen Fabrikkutter haben dagegen weite Wege. Nicht alle auf Sylt sind so fangfrisch wie bei Paul. Ja, in München sind sie einen Tag frischer als sie hier. Die gehen von hier nach Holland, von Holland gehen sie nach Marokko, größte Teil. Es werden auch manche maschinell gepult, hier aber der größte Teil wird da gepult. Kommt dann, wird da wieder gewaschen. Wird wieder konserviert, kommt zurück hier, geht in die Verteilerstelle rein und dann wird er geliefert. Und dann sind sie unter Umständen, wenn sie frisch sind, 8 Tage oder 10 Tage frisch bis maximal 30 Tage. Paul verkauft seine Krabben an Touristen im Hafen in List. Freunde und Bekannte kommen deshalb auch extra bei ihm zu Hause vorbei. Das Kilo kostet 12 Euro, allerdings ungepult. Wie man eine Krabbe richtig schält, weiß Paul ganz genau. Ja, guck mal, das geht wie beim Tanzen. Die kleine Krabbe macht sie schlank auf der Tanzfläche. Wir fassen ihr um die Taille. Mit der anderen Hand gehen wir auch um die Taille. Sind dabei ein bisschen unruhig, drehen am Pullover, ne? Gehen mit nach Hause, helfen den Pullover ausziehen und dann können wir die Krabbe vernaschen. Auf Sylt leben knapp 20.000 Einwohner in 12 Ortschaften. Kaitum war einst Alterssitz der Kapitäne. Großzügige, redgedeckte Friesenhäuser zeugen von der Geschichte Sylts.
Mitte des 17. Jahrhunderts lebten die Sylter Kapitäne vom Walfang. Heute ist der Tourismus die Haupteinnahmequelle der Sylter. Auf die Insel gibt es drei Wege. Von Dänemark mit der Fähre, von Deutschland und der Schweiz mit dem Flugzeug oder mit der Bahn. Der Hindenburgdamm verbindet Sylt mit dem Festland. Ein Autoreisezug ermöglicht Urlaubern, ihren Wagen mitzunehmen. 2000 Pendler kommen jeden Tag nach Sylt, um zu arbeiten. Vor allem Handwerker und Servicekräfte. Auf Sylt gibt es nicht genügend Wohnraum, vor allem nicht bezahlbaren. Auch Andreas Stahl pendelt täglich vom Festland auf die Insel. Der Hotelfachmann arbeitet seit über 4 Jahren auf Sylt. Er würde gerne auf der Insel leben, kann sich die Miete aber nicht leisten. Wenn dann, so wie ich in Niebel halt, eine Zweizimmerwohnung habe, würde ich natürlich auch hier gerne eine Zweizimmerwohnung haben. Und da liegen wir preislich bei 800 bis 1000 Euro. Bei einem durchschnittlichen Bruttolohn von 1300 Euro für Servicekräfte können viele nicht auf Sylt wohnen. Die Immobilien sind extrem begehrt und begrenzt. Häuser kosten bis zu 10 Millionen Euro. Sylt ist einer der teuersten Immobilienstandorte Deutschlands. Hier auf der Insel ist es halt klassisch bekannt, dass Familien oder die eine Dreiraumwohnung, Vierraumwohnung bekommen, dass die sich das meistens gar nicht mehr leisten können und dann auch einfach keine Wohnung zu finden ist. Die müssen meistens jahrelang warten, dass die überhaupt eine bezahlbare Wohnung überhaupt bekommen würden. Traumhäuser gibt es viele auf Sylt. Man kann sie für die Ferien mieten. Das Salvi-Hüs, friesisch für Salbeihaus, kostet in der Hochsaison 850 Euro pro Tag. Vermietet werden exklusive Privathäuser über das Hotel Beenen-Diekenhof. Inhaber Klaas-Erik Johansen ist gebürtiger Sylter. Seine Familie führt seit Generationen das Hotel, das früher ein Bauernhof war. Der Kaitumer weiß, dass Sylt nur durch einen Zufall entstanden ist. Durch einen dramatischen Zufall, durch eine schwere Sturmflut in 1362. Wir nennen diese schweren Sturmfluten Mandränken. Das liegt ja sozusagen die Menschen, die dort ertrinken. Und 1362 ist dann tatsächlich Sylt, wie die Nachbarinseln auch, sind dann erst Inseln geworden. Sylt gehörte früher zu Dänemark. Dass die Sylter immer wieder gegen Naturgewalten und um ihr Überleben kämpfen mussten, hat sie und ihre Art geprägt. Ja, wortkarg passt vielleicht. Es gibt aber auch einige, die Lust haben zu kommunizieren, zum Glück. Aber ich würde schon sagen, dass wir als Sylter nicht diejenigen sind, die ständig laut und ständig sprechen müssen. Nein, das sind wir nicht. Eher zurückhaltend. Hat dieser Charakterzug mit der Geschichte der Insel zu tun? Ja, also Sylter sind ja Friesen. Und die Friesen sind ja immer ein freies Volk gewesen. Und dort hat man sich eher darauf verlassen, was gesagt wurde und was abgemacht war. Und dann hat man sich auch darauf verlassen, dass Dinge eben erledigt wurden. Also man hatte gar nicht so viel Zeit zum Schnacken, sondern hat eher was getan. Auch Thomas Diedrichsen ist im Einsatz. Jemand hat bei der Polizei Bescheid gesagt, dass hier ein toter Schweinswal angestrandet ist. Und da sind wir jetzt auf dem Weg und holen den und bergen den. Der Sylter vom Ellenbogen ist Robbenjäger. Er kümmert sich um verletzte und tote Tiere. Sind kranke Tiere nicht mehr zu retten, muss der Jäger sie erschießen, um sie von ihrem Leid zu erlösen. Dieser Schweinswal ist das 139. Fundtier in diesem Jahr. Woran ist er gestorben? Die Verletzungen, die er hat, die deuten also nicht auf eine Schiffsschraube drin. Da, wo die Haut ist, das kommt vom Abschubbern oder die Krebs oder Möwen gehen dabei. Meistens haben die auch irgendwelche Parasiten, Würmer im Lunge oder Magen. Und das wird dann die Todesursache sein. Das ist ein Weibchen, 1,55 Meter, also schon mehrjährig auf jeden Fall. Und kein ganz junges Tier. Auf Sylt gibt es 3 ehrenamtliche Robbenjäger. Die Jagd auf Seehunde ist aber seit 1974 verboten. Die Jäger sind verantwortlich für die Hege ihres Reviers. Geschossen werden dürfen nur todkranke Tiere, die keine Chance mehr haben, gesund zu werden.
Wir sind für alle Meeressäuger hier auf der Insel zuständig. Haupttierarten sind natürlich Seehund, Kegelrobbe und Schweinswal. Ab und zu haben wir auch irgendwelche Irrläufer mal aus dem Polarkreis. Klappmützen, Ringelrobben oder auch Delfine haben wir auch ab und an. Aber die sind relativ selten. Der Schweinswal steht unter Naturschutz. Er wird später aufs Festland gebracht und dort von der Tierärztlichen Hochschule untersucht. Thomas Diedrichsen dokumentiert genau die Fundstelle und andere Details. Einmal ist es schon wichtig, um zu wissen, wie ist der Gesundheitszustand der Tiere, um das zu dokumentieren. Und wichtig war es gerade im letzten Jahr, im Herbst, hatten wir ja bei den Seehunden so ein Grippevirus gehabt. Da war es natürlich extrem wichtig, weil ja so viele gestorben sind, damit man weiß, woran die sterben. Letztes Jahr bei dem Grippevirus gab es keinen Impfstoff, aber trotzdem schade, dass ja nichts zu wissen, was los ist. Thomas Diedrichsen lebt mit seiner Familie am Ellenbogen. Eine Idylle. Weil das Gebiet fast ausschließlich Naturschutzgebiet ist, wird es hoffentlich so bleiben. Die Familie lebt von der Vermietung der Häuser an Feriengäste. Die Entwicklung, dass zu viele Zweithausbesitzer die Sylter verdrängen, sieht Diedrichsen mit gemischten Gefühlen. Die Entwicklung ist natürlich ein steter Wandel, aber im Grunde genommen haben die Sylter dann auch selber Schuld, weil das sind ja Sylter, die das Haus verkaufen. Klar, die Fremden oder Festländer, Zweitwohnungsbesitzer, sie kaufen das, aber der Anstoß gibt ja immer der Sylter, der das Haus verkauft. Und insofern sind das hausgemachte Probleme. Wenn die Sylter alle nicht verkaufen wollten oder würden, dann hätten wir diese Probleme ja nicht. Wer Urlaub auf Sylt macht, kann sich den Kopf frei pusten lassen. So wie in der Strandoase, wo man Essen und Getränke mit bestem Meerblick genießen kann. Auch bei Windstärke 6. Es ist schon mal vorgekommen, dass meine Scholle vom Teller geflogen ist. Da konnte der Fisch plötzlich fliegen, aber das passiert dann auch mal eher selten. Den Platz zwischen Himmel und Meer mögen nicht nur die Urlauber, sondern auch die Möwen. Die mögen besonders Kuchen mit Sahne. Die setzen sich dann auch gerne mal von oben auf den Strandkorb und gibt's einmal so einen kleinen Sturzflug nach unten und dann ist der Kuchen auch weg. Sylt ist eben für viele ein Paradies. Auch er profitiert von den Touristen. Die Kegelrobbe Willi kommt seit Jahren in den Hörnumer Hafen, um sich dort füttern zu lassen. Ein Fischer hat ihn vor Jahren als Waisenkind gefunden. Er hat ihn großgezogen und ausgesetzt. Jetzt sucht Willi die Nähe zum Menschen. Oder zum Fisch. Ich hätte gern drei für Willi. Machen wir das doch mal. In der Fischbude Mattisen in Hörnum gibt es Willis Lieblingsessen zu kaufen. In Willi gibt es nur Heringe. Da frisst doch nichts anderes. Gibt es immer nur frische Heringe. Leibspeise. So sieht ein Arbeitsplatz auf Sylt aus. Greg Barber ist der Strandchef von Kampen. Ich war unterwegs in Europa. Habe eine Zeit lang auf Helgoland gearbeitet, bei der biologischen Anstalt. Und dort habe ich meine Frau kennengelernt. Sie ist kurzerhand danach, naja, sagen wir acht Monate war es, dann nach Sylt gekommen. Ich hinterher. Und dann merkte ich, war dann gleich zweimal verliebt. Einmal in eine Frau und einmal in diese Insel. Greg Barber kümmert sich darum, dass am Strand alles seine Ordnung hat. Gerade werden die Strandkörbe für die Hauptsaison vorbereitet. Auf Sylt gibt es 12.000 Stück. Ja, natürlich, wenn man hier an der Nordsee, oft hat man Wind. Und der Wind ist nicht immer ganz warm am Anfang der Saison, auch in der Saison. Dann
hat man einen schönen windgeschützten Platz, wo man die Sonne richtig genießen kann. Die Strandkörbe werden auch auf Sylt gefertigt. Einige Familienbetriebe bauen die Körbe seit Generationen. Wer im Sommer auf Sylt ist, kann sich einen Strandkorb im Voraus reservieren, denn der gemütliche Windschutz ist sehr begehrt. Die Westküste von Sylt bekommt die Nordsee mit ungebremster Kraft ab. Das sorgt dafür, dass das Kliff bei Kampen abbricht. Viel Kliff kann weggehen, wenn wir Hochwasser haben bei Sturm. Jetzt kommen wir langsam aus dem Wintersturmsaison, das ist schön. Das Problem auch beim Kliff ist Regenwasser, da ist viel Erosion von oben. Aber ich sage, die großen Schaden kommen immer von den großen Stürmen. Und natürlich, das Kliff ist nicht morgen oder übermorgen, ist auch nicht weg. Ich hoffe, dass eben durch diese Küstenschutzmaßnahme, was immer vorgenommen wird jedes Jahr, dass wir viele, viele Jahre gut haben. Sandaufspülungen sollen die Insel retten. Wir sehen das schon seit 1983 am Spiel. Und ungefähr verlieren wir 1 Million Kubikmeter an Sand pro Jahr. Und das gleicht wieder auch wieder aus. Ein Spezialboot liegt dafür gerade vor Westerland. Es hat so ein langes Rohr, was in den Meeresboden sticht, saugt sie voll Sand, kommt dann hier zurück. Und hier liegt dann eine lange Leitung, die ins Wasser geht. Und da kann es andocken und dann spült es den Sand an den Strand. Ohne diese Maßnahme würde Sylt irgendwann verschwinden. Dann würde der Strand natürlich ausgeräumt werden. Irgendwann würden denn die Bauwerke angegriffen und auch die Dünen würden weggerissen werden. Und dann würde das Sylt natürlich kleiner werden. Besonderen Schutz genießt auch das Watt an der Ostküste von Sylt. Das Wattenmeer wurde zum UNESCO-Weltnaturerbe erklärt. Verbirgt sich doch im Schlick ein Bewohner, der den wichtigsten Job der ganzen Insel macht. Wattwürmer wird dann halt so übers Jahr eigentlich das ganze Watt durch und fressen die ganzen kleinen Algen und den ganzen Dreck raus aus dem Watt. Und dessen, was überbleibt, sind diese Häufchen und das ist der feine Sand. Dann. Also man sagt, das ist der reinste Sand, den man finden kann, ist der, den die Wattwürmer gefiltert haben. Um die 25 Kilo Sand filtert ein Wurm pro Jahr. Damit hält er das Watt im Gleichgewicht. Ein wichtiges Würmchen. Krabbenfischer Paul ist seit 70 Jahren auf der Nordsee unterwegs. Er hat viel gesehen. Aber manches berührt ihn immer wieder. So wie die Kegelrobben. Sie leben im Norden vor Sylt auf Sandbänken. Das sind so Bänke, Sandbänke, die eine steile Kante haben, wo es ganz schnell tief abgeht ins Wasser. Und das ist ein Fluchtinstinkt. Wenn sie da raufgehen, da brauchen sie nicht lange Robben, ein paar Meter nur. Und dann zack, sind sie im tiefen Wasser, sind sie weg. Ne? Ich habe kaum Fisch im Netz hier. Ne? Und die sind dick und rund. Ne? Die sind wohl doch ein bisschen cleverer. Ne? Eigentlich sind Kegelrobben Einzelgänger. Da es aber nicht für jede Robbe eine eigene Sandbank gibt, rückt man zwangsläufig zusammen. Paul fährt zum Fischen häufig an den Robben vorbei. Er hat schon für eine erfolgreiche Familienzusammenführung gesorgt. Da war dann mal ein Heuler gewesen nach dem Sturm und der ging dann immer im Boot rum. Und der wollte immer zwischen Schraube und Ruder durch. Ne? Oh, und dann musste ich jedes Mal stoppen, damit er da nicht reinkam. Und dann habe ich einen Catcher genommen, habe ihn gefangen, habe ihn mit reingenommen, habe ihn zum Seehundsjäger gebracht. Ne? Und der hat ihn dann auf der Sandbank wieder ausgesetzt und er fand das Muttertier auch wieder. War schön, ne? Freut man sich dann. Auf Sylt gibt es 5 Leuchttürme. Sie sind unentbehrlich. Untiefen rund um die Insel machen die Leuchtfeuer zu lebensnotwendigen Signalen. Seit 40 Jahren werden sie zentral vom Festland aus gesteuert.
Auch den alten Gasthof gibt es schon lange auf Sylt. Seit 1804 werden in List Einheimische und Urlauber bewirtet. Heute gibt es frischen Heilbutt. Der schwamm vor zwei Tagen noch vor Dänemark, also ganz in der Nähe. Der Händler hat ihn gerade angeliefert. Der Koch vom alten Gasthof kauft am liebsten Fisch vom Küstenkutter. Die ganz großen Fangschiffe lagern den Fisch zu lange. Die Fabrikfische, die sind einfach viel länger unterwegs. Die Küstenkutter sind maximal drei Tage draußen. Und der Fisch ist einfach viel frischer, wenn er kommt. Es werden nicht die großen Mengen gefangen. Im Lagerraum sind sie nicht zerdrückt, aufeinander gestapelt. Es ist einfach eine viel höhere Qualität. Schmeckt man das? Natürlich schmeckt man das. Ja, also gerade das, wie lange der Fisch gelagert ist. Ne? Das ist ja ein absolutes Kriterium der Frische und des Geschmacks. Viele Friesenhäuser sind mit Kacheln getäfelt. Die Seefahrer haben die Kacheln aus Holland mitgebracht. Ein Zeichen für Wohlstand. Der Heilbutt befindet sich im Endspurt. Zitrone in Mehl gewendet und dann in die Pfanne mit Butter. Wichtig ist, dass der Heilbutt nicht zu lange in der Pfanne brät. Das ist ein zarter Fisch, der könnte ansonsten relativ schnell trocken werden. Das wollen wir vermeiden. Auf Sylt wird viel Fisch gegessen. Besonders beliebt sind Seezunge, Steinbeißer und Kabeljau. Alle Fische stammen aus der Nordsee vor Dänemark. Wer nach Sylt fährt und keinen Fisch mag, muss trotzdem nicht verhungern. Im alten Gasthof gibt es wie in vielen Restaurants auf der Insel das traditionelle Sylter Deichlamm. Auch eine Delikatesse. Auch in der Bar des Benendikenhofs neigt sich der Tag dem Ende zu. Bei Gin Tonic und Rotwein werden spannende Sylter Geschichten erzählt. Besitzer Klaas-Erik Johansen bedient einmal in der Woche seine Gäste selbst an der Bar. Mittendrin und nicht abgehoben. Bodenständiges wünscht sich der Kaitumer auch für die Zukunft der Insel. Man muss sich natürlich im Sinne aller wünschen, dass Sylt überhaupt eine Insel so bleibt, wie sie ist. Weil wir haben ja doch schon große Sorgen mit dem Küstenschutz. Es gibt ja Ecken auf Sylt, die heftig durch das Meer eben angegriffen werden, so die Nord- und die Südspitzen. Und da müssen wir ja aufpassen und kämpfen, dass die Insel erstmal so bleibt. Das ist die eine Seite. Und die zweite Seite ist, dass wir hier auch noch irgendwo unsere Kultur hochhalten können, also die friesische, die ursprüngliche Natur, dass wir schaffen, unsere Sprache aufrechtzuerhalten, dass es Möglichkeiten gibt für die dänische Minderheit, dass es Möglichkeiten gibt, auch unabhängig vom Tourismus hier vernünftig leben zu können, also dass das normale Leben auch funktioniert. Wellen, Wind und Weite. Wer einmal auf Sylt war, erfährt das Geheimnis der Insel. Hier bekommt die Seele Auslauf. Sie sahen Wellen, Wind und Weite, die Insel Sylt. Sie können die Sendung als DVD mit zusätzlichem Bonusmaterial in unserem Online-Shop bestellen oder die Sendung in unserem Online-Shop herunterladen.